Hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge diese Woche hier mit Kalonia. Ich bin hier gerade in Teldrassil angekommen und mache mich jetzt erstmal drauf und dran, die Sachen hier nochmal neu ins AHA reinzustellen. In der Hoffnung, dass ich natürlich diesmal etwas verkaufe. Was ja scheinbar leichter gesagt als getan ist, immer irgendwie. So, da ist schon das Aha. Nicht, dass ich dann vorbeirenne. So wie letztens, und ich mir dachte, irgendwas passt nicht. So, verkaufen. Eine Waffe, okay. Was machen wir denn jetzt? 71, 99? Es ist eh nichts drin. Wir machen jetzt einfach mal 51, 99. Dann den hier, 6 Gold, genau, für 24. Boah, wir machen 3 Gold raus. Dann einen Schuh für Level 14. Pohoho. Wir werden, wie viel ist denn der Wert? 3. Level 14, 49. Ich meine, immerhin will ich ja die Sachen auch losbekommen. Wobei das jetzt eigentlich nicht unbedingt so teuer ist, aber gut. Das war auch nicht so teuer. Das Leder, verstehe ich nicht, warum sich das gar nicht verkauft. Mal abbrechen. Machen wir zuerst das Rezept hier. Zink, dann rauer Stein für 3, echt jetzt? Wir nehmen das hier. So, und jetzt bleibt uns nur noch das Leder übrig. Und das kriegen wir für 15 Kupfer. Wir nehmen das hier. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Vielleicht verkaufen wir doch wieder mal irgendwas. Das wäre ganz cool irgendwie. Es sind eigentlich eh einige online, ne? Huhuhu. Level 49, zeitlos. Die Göttin segne euch. Die Göttin segne euch. Ja, danke. Also ich sollte eigentlich mal schauen, dass ich hier, dass ich mal den Wollstoff hier weiterverarbeite, gell? Erste Hilfe. Geht in Leinenstoff. Aber jetzt bin ich schon wieder irgendwo. Okay, irgendwie ist das gerade doof. Irgendwie ist es gerade doof. Genau, ich wollte nämlich irgendwann auch mal Leinenstoff farmen. Da wäre ich ja eigentlich gerade vorher. Das ist jetzt kacke, dass der schon da steht. Weil bis ich da vorne angekommen bin, ist das Schiff weg. Friede sei mit euch. Friede sei mit euch. So, ja, wie mache ich denn das jetzt? Wie mache ich das jetzt? Wir haben gesagt, das Gebiet ist sowieso noch 35, 45, viel zu hoch, viel zu hoch, viel zu hoch. Wir hatten eigentlich mal gesagt, dass wir, da bin ich so weit oben, ne? Dass wir mal da mal in Westfall hier ein bisschen Dingstoff farmen. Wann mache ich denn das jetzt? Ich meine, meine Bank platzt.
Meine Bank platzt. Mein Geldbeutel ist nicht gar so groß. Nein! Du dämliches Schiff. Wieso schwimmst du jetzt weg? So, 2 Ashcraft. 35. Und 36. Okay. Dann wollen wir das natürlich mal machen, ne? So, 5 Minuten CD, den nutzen wir jetzt. Es hat zwar eigentlich überhaupt keinen Sinn, dass ich den jetzt eingeschalten habe, aber wir müssen sowieso warten, bis der wieder ready ist. Sind wir, glaube ich, schon längst da, wo wir sein wollen. Nee, ich glaube eher, wir warten dann immer noch drauf. So ein Scheiß. Mann. Aber ich könnte ja in der Zwischenzeit mal gucken. Achso, nee, warte mal. Das hat ja hier eigentlich keinen Sinn, gell? Wo startet denn der das? Das sieht man hier, gell? Das ist blöd. Okay. Ich muss das lassen. Ich muss das lassen. Oh. Ist das Kacke, dass die Schiffe immer weg sind hier. Nee, du. Das ist aber bei den Zeppelin irgendwie genau das Gleiche. Genau die gleiche Kacke. Sind immer weg, wenn man sie braucht. Und wenn wir warten. Da muss man mal warten. Ich bin so, hier. Das ist jetzt gerade weggeschwommen. Müsste ja rein theoretisch das andere Gebäude kommen. Kann ich behilflich sein? Nein. Offensichtlich nicht. Das gab es da dann scheinbar noch nicht. Dass man fragen konnte, wo sich das Schiff gerade befindet. Weil der hat ja dann gesagt, ja, es ist gerade eben erst los oder es kommt rüber oder keine Ahnung, wie auch immer. Wie auch immer. Da kommt's wieder. Ich sehe schon. Ich sehe schon den Schatten. Hey, und mehr als die Hälfte haben wir schon weg von dem CD. Der CD dürfte wirklich weg sein. Aber dann möchte ich nämlich die eine, beziehungsweise 2 Quests sind das ja, die mich darüber schicken, oder? Terramor, genau, die beiden sind das. Schau, dir gebe ich das mal. 31. Dämon Hamper. Okay. Jo. Demon Hamper. Jetzt bin ich gerade wieder am Überlegen gewesen. Wenn ich jetzt hier, also wir machen uns jetzt erstmal auf den Weg hier rüber ins Sumpfland, kommen hier an, dann laufen wir hier rüber, dann machen wir uns auf den Weg
wieder hierüber. Ah ne, warte mal. Wo ist das? Hierüber? So, da muss ich hinklicken. Dann geben wir die Quests ab. Und dann nehme ich hier den Flugpunkt an. Oder waren wir nicht schon mal da drüben? Nee. Nachdem das nicht entdeckt ist, war ich auch noch nie hier drüben. Aber wenn ich den Flugpunkt habe, muss ich mal gucken, ob ich vielleicht hochfliegen kann. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wäre es noch nicht schlecht, wenn wir wieder zurückreisen. Ich dann hier runterfliege. Und das mit dem Stoff endlich mal erledige. Weil dann könnte ich sämtlichen Wollstoff, den ich noch bekomme, beziehungsweise Seidenstoff, dann auch hier sagen, okay, ich verkaufe das Zeug. Gute Frage, nächste Frage, oder? So, du bist aber nicht das richtige Schiff. Sondern, oder? Nee. Sondern da draußen. Echt jetzt? Baradinbucht. Braucht ihr etwas? Tugend der Meiden. Ja, hier komme ich dem schon näher. Okay. Da kommt es auch schon. Okay, okay, okay. Ja. Level 33. Level 35. Der kriegt es auch noch. Omi bejubelt euch. Yay. Und der ist AFK. Der Beanie. Beanie, willkommen. Das Schiff ist da. Ja, wir fliegen, also wir fahren, wir fahren erstmal darüber und schauen dann weiter. Aber ich sollte das echt mal machen, weil der Wollstoff, der verbraucht ganz schön viel Platz. Das ist verdammt viel Platz. Jetzt ist Beanie wach geworden. Da wird sich wahrscheinlich gerade gedacht haben, oh shit, das Schiff ist da, schnell da. Schnell rauf. Das Schiff ist da. Eigentlich wäre es mal wieder nicht schlecht, wenn ich hier nach Dings schaue. Lederverarbeitung. Was haben wir denn hier? Ausdauervilla. Ah, die habe ich hier an. Stärke, Beweglichkeit. Ich weiß nicht, auf was geht denn der Druide da in Classic? Das habe ich nicht so ganz begriffen. Ich dachte eigentlich, der Druide geht auf Beweglichkeit, aber es könnte sein, dass ich das ja geändert hatte. Von Classic, also von Vanilla auf irgendeine andere Erweiterung. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Es ist natürlich durchaus möglich, dass der Druide vorher sehr wohl auf Stärke gegangen ist. Ich lese es da auch nicht wirklich raus, gell? Ich meine, Stärke hatte da an erster Stelle. Nahkampfwaffen. So.
Cheater. So, so, machen wir das so. Wir wollen hier da rein. Ernsthaft? Okay. Abgeschlossen, verfügbar. Reise nach Astrana. Die können wir mitnehmen. Mama, das ist da drin, gell? So. Damals Gasthaus. Da. Das ist eine Nacht, eine Blutelfin. Eine volleckige. Ich bin ganz Ohr. Okay, guten Tag auch. Mr. Flint im Hafen von Manatee hat euch geschickt. Mr. Flint besitzt eine gute Charakterkenntnis. Wenn er euch hergeschickt hat, dann gehört ihr zweifellos nach Kalimdor. Okay. Was führt euch hierher? Reise nach Astrana, genau. Die wollte ich mitnehmen. Wenn ihr gerade vom Boot von Manatee kommt, dann solltet ihr als erstes nach Astrana gehen. Ich bin sicher, ein eifriges Mitglied der Allianz kann dort viel Gutes tun. Sprecht mit Shintrel Swiftfire und bietet eure Dienste an. Aber erwähnt nicht, wer euch geschickt hat. Shintrel kennt mich nicht. Shintrel kennt mich nicht. Ich glaube, er, der will dich nicht kennen, ha? So, jetzt muss ich darüber. Und die Quest hier noch abgeben. Das ist nach Astrana. Alter Falter. Also du wirst hier wirklich querbeet überall hingeschickt. Das ist echt heftig. So, du bist natürlich mittig oben. Mhm, ist klar. Ist klar. Knicks, good morning. Good morning, good morning. Seid gegrüßt. So, James Highchuddle. James Highchuddle. Warum kommt mir dein Name so bekannt vor? Ich wollte gerade sagen, weil du so heißt, aber du heißt nicht so. Natürlich, der Vorfall im Gasthaus zur süßen Ruh. Wenn ihr Informationen habt, was dort geschehen ist, beschwöre ich euch mit Captain Mumm darüber zu sprechen. Er leitet die Ermittlungen. Das Licht segne euch. Braucht ihr Hilfe? Okay. Ja, dann lassen wir das halt. Gell? Wir haben die jetzt hier abgegeben und fertig. Und dann geht's wieder ab. Zurück. Zurück. Das kann nur draußen benutzt werden. Hallo, ich bin draußen. Leg mich doch am Arsch hier. So. Gut. Den Flugpunkt wollte ich noch holen, genau. Jetzt haben wir es erkundet auch. Das heißt, den Flugpunkt, den habe ich noch nicht. Genau, da ist nämlich ein Rufzeichen drüber. Und dann werden wir mal gucken. Was kann ich für euch tun? Was der Greifertyp da sagt. Ah, okay, da könnte ich jetzt nach oben fliegen. Aber man sieht sich. Ich will das trotzdem noch machen mit dem dämlichen Ding hier. Es gehört einfach erledigt. Ich meine, viel Stoff muss es ja nicht mal sein. Weil, komme ich hier eigentlich noch woanders hin? Ja, nun zum Land. Es muss nicht mal viel Stoff sein, einfach aus dem Grund, weil ich ja nur noch 6 Punkte brauche. Und nachdem die Taschen jetzt eigentlich eh relativ leer sind, sollte ich das gleich ausnutzen, glaube ich. Das ist halt immer so eine Sache, die ganzen Kacke farmen.
Weißt du, wenn das nebenher läuft oder das sowieso Quest ist und so weiter, ist das viel cooler. Viel angenehmer, als wenn du da extra nochmal hin musst. Ich muss es farmen. Gleich mit dem scheiß Leder. Das war ja die gleiche Kacke. So, und hier sollte ich dann eigentlich auch mal schauen, dass ich 56, dass ich mal ein paar Sachen mache, oder? Leichte Lederhose, leichtes Leder. Leichtes Leder habe ich halt nicht so viel, ja. Aber da haben wir 12. Zum Herstellen. Okay, da brauche ich generell 12. Da brauche ich 10 mit einem geschmeidigen Balk. Mittlerer Balk, geschmeidiger, leichter Balk. Den habe ich aber keine mehr. Elixier der schwachen Beweglichkeit. Das kann ich knicken. Geschmeidiger, mittlerer Balk. Da hatte ich 7 Stück. Vielleicht wäre das eine Überlegung. Dann hätte ich zumindest 7 Punkte. Punkte, dann wären wir bei 145. Wo bin ich denn jetzt? Ja, doch da, okay. Ich dachte mir nämlich gerade, habe ich irgendwas verpasst? Nee, aber da hätte ja der ganze Bildschirm schon anders aussehen müssen. Oh, da war was. Ich könnte es auch sagen, ich fahre bewusst den Weg zurück, weil ich sowieso nach Astrana muss, um diese Quest abzugeben. Und mit den Schiffen komme ich ja genau nach Astrana. Das heißt, ich mache jetzt eigentlich nur einen kleinen Abstecher nach Westfall. Alter, ich bin schon wieder außer Atem, das nur vom Reden. Das ist so anstrengend, Alter. Irgendwie muss man ja drüber lachen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es echt nicht zum Lachen. Nee. Absolut gar nicht. Wow! Oh. Alter, jetzt hat mich gerade vergrissen. Nein, 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 nein. So. Dann schwimmen wir da halt rüber. Schwimmen, 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 schwimmen. Kann ich direkt nach Westfall fliegen? Wobei, das wird wahrscheinlich ziemlich teuer, oder? So, rename Hanuman. Kann ich euch helfen? Das ist zu weit entfernt. Das ist zu weit weg, okay. Hanuman. Rename. Was? So. Hallo. Dann schauen wir mal. Wir könnten nach Stormwind fliegen. Wir könnten auch dahin fliegen. $3.30, $3.80. Ich bin da eigentlich noch nie die ganze Zeit geflogen. Wir fliegen einfach mal die ganze Strecke. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Ich meine, man muss ja auch dazu sagen, dass eigentlich schon die ganze Folge eigentlich nur rumreisen ist. Gell? Von Danassus nach Terramor, von Terramor wieder zurück. Dann fliegen wir eine ganze Weile und dann habe ich vielleicht noch 5 Minuten zum
Mobs killen. Beste Folge ever. Beste Folge ever. Ja. Alles kann man nicht so machen, wie man mal will, gell? So, nachdem wir jetzt hier auf der langen Reise sind, könnte ich mal bei meinem Handyspiel reinschauen. Bist du gelähmt? Es kommt der Schnupfen richtig rein, oder was? Ich hoffe mal nicht. Es wäre so richtig unangenehm. Das hört sich fast so an, ja. Irgendwie muss ich die ganze Zeit so schniefen, so. Eigentlich könnte ich die ganze Zeit meine Nase putzen. Ist ja auch so eine Sache. Voll super. Also gewisse Sachen, nee. Das ist irgendwie... Ich bin gerade irgendwie nur am Nörgeln. Nur am Nörgeln. So, mein Handygame, was will das denn haben? Wir haben hier dann noch 2, 3, passt. Und was wollt ihr jetzt dazu haben? Einmal dieses hier. Entschuldigung. So, was ist 3x7 ist 21? Oh, das schaut auch cool aus. Welches Levelgebiet ist das nochmal? Was sind das? Brennende Steppe, gell? Ja. Ist gerade umgesprungen. Brennende Steppe. Fragezeichen, Fragezeichen. Okay. Elite noch dazu. Das dauert, glaube ich, noch, bis ich da überhaupt hinkomme. Ist das nicht eh schon Level 60? Ach, sinkende Schlucht. Brennende Steppe. Ja, fast 50 bis 58. Das dauert noch. So, 3x7 haben wir gesagt, sind 21. Gell? So, dann machen wir das so. Da brauchen wir 15. Und den können wir wegschicken. So, und von dem Quagel brauchen wir halt da den Rest. Nordheintal. Das ist ja eigentlich jetzt gar nicht mal so lang gewesen hier, die ganze Route, oder? Die ganze Route hat jetzt gar nicht mal so extrem lang gebraucht. Ganze Route. Wir sind zwar noch nicht da, aber ich hätte mir trotzdem gedacht, dass es etwas länger dauert. Ich war auch schon am Anfang überlegen, ob ich mir nicht auch gleichzeitig, alles gleichzeitig. Ich würde es ja am liebsten so machen, alles gleichzeitig, aber das geht nicht. Ein Schneiderer. Noch hochlevel, dass ich mir Taschen mache. Also ich habe so richtig den Drang, mich immer selbst zu versorgen. Looking for Leveling Guild. Das Problem ist halt nur, dass ich eigentlich auf, wie sagt man da eigentlich immer, dass ich auf 3 Sachen gleichzeitig tanze, so nach dem Motto. Und wo ich mir dann halt auch denke, ja gut, okay, geht's? Mach einfach eins nach dem anderen. So, warte mal, du kriegst den hier.
Nein. Boah. Das war jetzt noch knapp. Das war knapp. Auf 3 Hochzeiten gleichzeitig tanzen, so sagt man, glaube ich, gell? Ich würde mir auch wünschen, ja, am besten, man, im Retail ist es ja eigentlich noch am ehesten möglich, nachdem man da so schnell questet. Auch alles hoch, was ich mir erstellt habe, alles hoch leveln und dann machen. Aber das nimmt trotzdem so viel Zeit in Anspruch und irgendwie habe ich ja die computerfreie Zeit, muss ich fast sagen, hier in am Wochenende genossen. So, dann mache ich das Ding hier ab. Wie? Wieso stirbst du nicht? Willst du mich verarschen? Der ist jetzt voll nicht gestorben. Was soll denn der Blödsinn? Eigentlich könnte ich hier auch so eine kleine Challenge draus machen. Wie viele Mobs kann ich pullen, bis ich sterbe? Yay, Leinenstoff! So, da haben wir auch welche drin. Ich habe nicht genug Energie. So ein Scheiß. So, warte mal. Sollen wir trotzdem draufhauen? Na, dann geht's einfach schneller. Oh, Greenies kriegen wir auch. Die sollte ich dann, glaube ich, auch mal verkaufen und so, oder? Es wäre für mich auch eigentlich interessant zu wissen, okay, ja, wie schaffe ich es mal in Retail, weil in Retail kostet ja alles so viel. Habe ich das doch schon so ein Buff? Nö. So. Weil in Retail kostet ja alles so viel, weil du halt auch das Geld irgendwie so in den allerwertesten gesteckt bekommst. Da ist der zweite. Ich denke mir nämlich gerade, irgendwo konnte ich ja noch was looten. Ja, weil du einfach das Geld in den allerwertesten gesteckt bekommst und eigentlich sollte man sich da wirklich mal Gedanken machen, okay, wie bekomme ich in Retail am leichtesten und am schnellsten zu Kohle? Und ja, nachdem ich ja auf 3 Hochzeiten gleichzeitig tanze, mehr oder weniger, habe ich mich damit natürlich auch nie so wirklich befasst. Mal abgesehen davon ist es ja auch so, dass mir Retail eine gewisse Zeit lang auch gar nicht so viel Spaß gemacht hat. Ich weiß auch gar nicht, wie lange mir das jetzt Spaß macht. Wird, ich hab nicht weil ja, es, ich komme halt, aktuell komme ich halt noch überhaupt nicht rein, absolut gar nicht. Das ist alles so schnelllebig und zack, zack und hier und da, wo ich mir echt denke, Alter, wo ist das alte WoW, was ich kennengelernt habe? Nicht genug Energie. Weil auch wenn man sagt, okay, ja, du spielst eh Classic auch, aber das Classic, was es jetzt gibt, das ist nicht das Classic, was es damals gab. Weil es ist einfach, sie haben das trotzdem auch irgendwie so dem Retail angepasst, was halt einfach Energie. Nur Kacke ist. Die einen mögen das zwar vielleicht toll finden und gut finden, aber ja, ich finde das halt irgendwie nicht so toll. Man verbraucht das echt so viel Energie. Ich habe so kein Ziel. Oh, Rolle der Intelligenz. Kann
Kann ich euch helfen? Freier Händler? Beweglichkeit. Okay. Das sind ja gar nicht mal so schlechte Sachen, die man da kriegt. Trank, Alchemie, okay. Aber wir können hier schon mal ein paar Sachen wieder verkaufen. Schönen Tag. Damit die Taschen nicht zu voll gemüllt werden. Da haben wir schon unseren zweiten Stack dann angefangen. Ich meine, ich kann mit einem Stack 10 Stück machen, aber das droppt sich ja nicht so gut. Beziehungsweise brockt nicht so gut, von meinem Glück. Bei meinem Glück brockt es nicht so gut. Gib mal Ruhe. So, in der Schmiede waren wir eigentlich noch gar nicht drin, gell? Okay, da ist auch irgendwie keiner. Ich dachte eigentlich, dass da jemand drin ist. Aber scheinbar nicht. Okay. Alter, das ist echt heftig. Eine Rüstung, Ausdauer. Aber ich kriege da auch nur zwei Sticks voll, oder was? Nicht genug. Weil zwei Sticks aktuell hier noch gut geraten sind. Angriffskraft. War ich jetzt hier schon drin? Ja. Hier war ich schon drin. Hier ist keiner. Hier könnte ich noch reinschauen. 5 Stück würden mir noch fehlen, da hätte ich 2 Sticks voll wenigstens. Aber da ist nix. Hier ist nix. Jetzt könnte ich noch schauen, dass ich da reingehe. Weil da waren ja, glaube ich, auch noch ein paar Gegner. Die Todesminen, genau. Aha, das sind aber schon Elite. Boah. Kriege ich schon wieder Wollstoff. Echt jetzt? Den brauche ich nicht. Okay. Das habe ich mir eigentlich auch noch nie wirklich angeguckt, gell? Das meinst du, glaube ich, eh schon für mein Level oder was? Ja? Das muss ich gerade mal gucken. Knummerigan, Todesminen. Da bleiben. Todesminen. Okay, ist über meinem Level, unter meinem Level, meine ich. Beweglichkeit. Nee, ist immer noch besser. Und wie gesagt, ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht wirklich, ob ich da nicht eigentlich eher auf Stärke gehen sollte. Vielleicht kann mir ja die Frage einer von euch irgendwie erklären oder
Schneiderei, Leinentasche, rote Leinentasche. Oh. Oder vielleicht kann mir die Frage jemand von euch beantworten, worauf ich eigentlich in Classic beim Druiden gehen sollte. Nicht genug Energie. Nicht genug Energie. So, wenn du schon herkommst. Na, mir kommt nämlich, also ich habe so das Gefühl, dass ich eher auf Stärke gehen müsste. Und nicht auf Beweglichkeit. Ich bin mir aber nicht sicher. Nun kann ich die frisch geschärften Klingen einsetzen. Ja, toll für dich. Moonbrook. Komm schon, ich möchte eigentlich den Stack noch voll bekommen. Und dann hoffen, dass ich dass das hier reicht. Bis Stufe 80. Ja, okay. So. Erste Hilfe. Jetzt sollen wir mal alles machen, was wir da jetzt bekommen haben. Vielleicht hätte ich ja doch gar nicht so viel gebraucht. Bisher schaut sie gar nicht mal so schlecht aus. Ha, schau dir das an. Schau dir das an. Den Rest kann ich schon wieder verkaufen. Was bist du? Bote der Divias. Droppt er nicht eine Quest? Kann ich den auch buffen? Den kann ich auch buffen. Dem kann ich aber kurz helfen, oder? Noch nicht bereit. Ah, das hat sich der jetzt auch gerade gedacht, oder was? So, da wird er auch noch geheilt. Hat sich die ganze Sache. So, gut, dann werde ich jetzt mal hier verschwinden. Und zwar in Richtung Stormwind, hätte ich gesagt, ja. In Richtung Stormwind. Das heißt, wir müssen uns hier rüber gesellen. So. Dann habe ich das endlich geschafft. Skill 80. Endlich! Jetzt kann ich da Erste Hilfe fertig lernen. Also weiterlernen, fertig eh nicht. Aber weiterlernen, dass ich mal hier den ganzen Wollstoff verbrauche. Und dann vielleicht den Seidenstoff anfangen kann oder so. Keine Ahnung. Mal gucken. Schön wär's. Und dann haben wir hier etliche Sachen wieder für Stufe 11, 10. Da hat man eh nicht so viel Gold. Also ich glaube, ich mache die Sachen einfach zu teuer. Ich kenne mich da zu wenig aus. Es ist so doof irgendwie. So, Stormwind. Einmal eine Reise nach Stormwind. Ja. Und ich glaube, dann kann ich mich aber eh auch schon wieder hier verabschieden. Jo.
Ich würde dann einfach mal sagen, wir sehen uns dann in einer neuen Folge wieder, nächste Woche. In Ashenvale, würde ich da mal behaupten, beziehungsweise kurz in Dunkelküste in Astrana, die, Reise nach Astrana. Astrana ist doch eh in Ashenvale, wieso steht denn da Dunkelküste? Okay, warte mal. Jetzt muss ich gerade mal gucken, bevor ich hier irgendwas beende. Astrana. Ja, Reisen nach Astrana. Okay, wir sehen uns dann einfach in der nächsten Folge in Astrana wieder, würde ich sagen. Und bis dahin erstmal. Ciao, ciao.